Moin Freunde, hallo und willkommen zurück bei Minecraft Castaway. Wir waren ja beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben angefangen hier unsere netten Dinge weiter zu produzieren und zu bauen. Da werden wir auch noch weiter dran arbeiten in diesem Part. Vielleicht werden wir auch so das ein oder andere anders bauen. Wir wissen es noch nicht. Falls jemand einen Trick weiß, wie man die ganzen Dinger hier auf einmal rüberschieben könnte, bin ich gerne bereit für, dass man mir da auch was erzählt drüber. Weil das hier ist echt nervig, weil man muss die ganze Zeit immer und immer wieder drüber ziehen. Und ja, ich meine, wäre ja kein Problem mit, aber es dauert halt immer länger, ne? So, Schere nehmen wir auch mit. So, zack, 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 ab dafür. Und, ja gut, zum, zum, zum. Und hier nochmal. Ich glaube, das war. Ich bin in die Mumpitz, was ich jetzt gerade hier baue. Aber egal, egal, egal. So, man hatte mir noch gesagt, ich solle doch mal bitte in den Optionen unter Steuerung gucken. Und dann bei Schleichen müsste was sein. Okay. Schleichen würde man es dann sehen. Schleichen Shift. Okay, allzu viel mehr sehe ich dann auch nicht. Aber. Ah, so meint er das höchstwahrscheinlich. Wenn man dann sieht, wie weit man ist. Macht für mich aber auch irgendwie keinen Sinn. Hallo, guten Tag! Macht für mich eigentlich relativ wenig Sinn, weil dann kann ich das auch genauso gut hier machen. Klar, man sieht es dann halt hier so ein bisschen weiter entfernt. Das hier ist natürlich jetzt so eine Alternative, wo ich sage, okay, die ist schon doch ein bisschen, ja doch, an für sich schon geiler, ne? Muss man halt die ganze Zeit immer hier so umswitchen und dies und das. So, jetzt machen wir hier den Weg noch fucking Ding, Alter. Machen wir hier den Weg noch ein bisschen sicherer für alle. Zack. Hier wächst schon das erste Zeugs hoch, also kann das ja schon mal nicht ganz so verkehrt sein. Wir werden aber noch eine Bewässerungsanlage irgendwie drunter bauen. Wie wir das noch machen, gucken wir einfach mal. Weil so, geht, so kann man das ja nicht lassen, ne? Diese Folge wird im Übrigen nicht allzu lange gehen, deswegen gucken wir, dass wir jetzt unten nochmal schnell ein paar Dinge abgefahren bekommen. Gehen wir hier vorne runter, weil wir brauchen für das, was ich vorhabe, definitiv noch Dirt Blocks, also Erde. Wir müssen noch versuchen, einen Eimer zu craften. Haben wir denn nicht schon einen? Doch. Einen Eimer müssen wir craften. Weil mit den Dirt Blocks habe ich nämlich was vor. Aber wir können erstmal hier die ganzen Holzdinger verwenden. Weil die werden wir nachher brauchen. So. Weil wir müssen ja irgendwie hier oben dran kommen. Quasi bauen wir uns jetzt ja, mehr oder weniger hier so ein Gerüst hin. Ja. Weil ich werde das ganze Ding unten noch tränken. Please. Werden das ganze Ding unten drunter noch tränken jetzt. Das, ich denke mal, das können wir jetzt in dieser Folge ruhig tun. So. Oh, sind wir schon angekommen? Ist auch super.
Das ist doch super. So. Mal dich dann da so. Zack. Prinzipiell bauen wir uns dann wieder hier runter. So, zack. Weil meine Idee ist es, das ganze Ding von unten drunter zu tränken. Ja. Ich weiß nicht, ob es so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Ja, das ist jetzt Mumpitz, was ich da gemacht habe. Wir wollen das ganze Ding ja, wie gesagt, von unten tränken. Das heißt, die bekommen jeweils nochmal einer so. Ja, muss ja schon so. So. Na, also, muss man schon. Ja, öfters mal was genauer hinschauen. Weil wir kommen jetzt hier ihren Weg. So quasi. Zack. Na. Okay, das wird jetzt echt nervig. Aber wir wollen ja irgendwas schaffen. Ja? Und wenn wir damit natürlich irgendwie, naja, einen einfacheren Farmweg finden, warum denn dann nicht, ne? Klar, einige werden jetzt wahrscheinlich in die Kommentare reinschreiben: Alter, warum nimmst du denn nicht dies Material oder das Material dafür? Ich nehme halt jetzt das Material, was mir gerade zur Verfügung steht. Ja, weil alles andere sehe ich dort. Dann muss ich das erstmal wieder abdaddeln und dies und das und Ananas. Ne? Ihr kennt das ja. Das war falsch. Komm, du runter. Kommst wieder in meinen Besitz. Das ist halt jetzt gerade leicht dezent nervig. Aber halb so schlimm, weil wir sind in der Theorie gesehen schon, naja, da angelangt, wo wir hin wollten. Und der Tag ist ja noch nicht rum, also von daher ist noch alles vollkommen okay. Minecraft-Tag ist noch nicht rum. So. Okay. Autsch! Bein gebrochen! Das ist natürlich jetzt hier echt sick, deswegen, wie gesagt, hier ein bisschen noch die Dirt Blocks verwenden. Ach, der Gute hat Hunger, ne? Der Braten ist Hammelfleisch. Mit Hammelfleisch ist alles gleich. Jo,
wir kommen jetzt wieder. Den hier können wir ruhig runterzimmern, oder? Komm runter. Brauchen wir hier nicht so viel. Ich sehe gerade, die Sonne geht langsam unter. Die Sonne geht langsam unter. Das ist nicht so cool, wenn wir jetzt hier im Dunkeln gleich arbeiten müssen. Haben wir eigentlich eher weniger Bock drauf. Wir machen das noch schnell hier. Können wir das schaffen? Ich glaube, den Rest, den machen wir von oben, bevor hier irgendwelche Mobs spawnen. Ja. Weil jeder weiß, das hier ist der heiße Scheiß. Von hier aus können wir auch, glaube ich. Können einiges noch machen. Wir müssen ja hier theoretisch gesehen erstmal das hier schließen. Gehen wir von der anderen Seite. Ich will da jetzt noch nichts abreißen, das ist das Problem, ne? Na. Ich hasse diese Geräusche. Ja gut. Auch nicht schlimm, auch nicht schlimm. Was ich eigentlich machen wollte, ist hier eigentlich nochmal so ein paar Baumwipfel hinsetzen. Ich glaube, das machen wir hier hin. Dass wir abseits nochmal ein paar Ressourcen oberhalb farmen können. Dann irgendwann die Ranken komplett nach unten setzen. Ja, mal gucken. Ne? Ja. Nö. Ah. So. Und kann jetzt hier die Blocks sind quasi. Oh, Scheiße.
Arbeiten bei Nacht hatten wir auch schon lange nicht mehr. Okay, jetzt ja, ist schon der Zombie, der quasi uns wegsnacken will. Ha, kriegst uns nicht. Arschloch. Hättest es versuchen können, bist gescheitert. Tut mir leid, tut mir leid. Ist vorbei, deine Chance. So. Okay, wir müssen jetzt mal hier so langsam ein bisschen Gas geben. Na, weil uns läuft die Zeit vorbei. Hier werden wir das so machen. Dann kriegen wir das wenigstens noch fertig in der Folge. Das ist natürlich, dann haben wir quasi unsere Sky Island oder wie man es auch nennen mag, fertig gekriegt. So, dann setzen wir hier noch die Tropenholz-Setzlinge rein. Damit hier auch nochmal so ein. Ist das Tropenholz? Ja, Tropenholz. Damit wir hier auch noch so ein fettes Ding hochgeknallt kriegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein, haltet die Ohren steif. Bis dann!